So, die erste Edition war in Kochtrek. Inzwischen gibt es verschiedene Editionen überall in Europa. Wir sind zum Beispiel in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, aber auch in Italien, die Niederlande, Frankreich. Unsere letzte und neueste Edition ist in Portugal, Lissabon. Also wirklich überall in Europa sind wir im Moment. Also er meldet sich zuerst an und dann soll er seine Innovation präsentieren. Wir haben verschiedene Fragen, die sollen dann sagen, wie alt die Innovation ist, ob es schon irgendwo präsentiert ist, vorher, ob es nachhaltig ist, aus welchen Materialien es besteht. Wir fragen auch ein technisches Datenblatt und mit all diesen Informationen gehen wir dann zu unserem Gremium und die entscheiden sich dann, ja, es ist wirklich innovativ oder eher nicht. Also wichtig für uns ist, dass es über Innovationen geht, dass wir immer innovierend sind, dass die Aussteller immer innovierend sind. Wir möchten auch eine cozy, aber professionelle Atmosphäre kreieren, wirklich um das Netzwerken zu haben, also nicht nur auf den Ständen, aber auch am Bar, in die Gänge. Also ist das Netzwerken wirklich sehr wichtig. Kann ich im Moment noch nicht sagen. Also zum Beispiel für einige Monate gab es noch keine Edition in Portugal. Jetzt haben wir eine Edition in Portugal. Vielleicht kommt es auch noch eine zweite Edition irgendwie hier in der Schweiz. Aber außer Europa gibt es im Moment, aber ich sage im Moment, noch keine Pläne. In der Schweiz ist es jede 2 Jahre. Aber in Deutschland haben wir zum Beispiel 6 Editionen und ja, das sind dann um so viele Monate gibt es dann eine Edition. Das hängt wirklich von Land zu Land ab.